So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, heute Unboxing-Video, hoffentlich. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was genau in diesen Paketen ist. Wenn es natürlich langweilig ist, werde ich es nicht hochladen. Also, wenn ihr es jetzt seht, hey, dann war was Interessantes dabei. Also, ich glaube, wir haben Münzen aus den USA, wir haben Münzen aus dem Kaiserreich, wir haben, glaube ich, auch Münzen aus Frankreich. Also, sehr, sehr schöne Silbermünzen in hoffentlich sehr, sehr gutem Zustand. Das wollen wir zumindest hier normalerweise sehen. Diese Briefe hier sind leider auf der anderen Seite beschriftet, deswegen kann ich euch das Auspacken nicht wirklich zeigen. Aber ich schnibbel das jetzt hier einfach mal auf. Und dann gucken wir mal, wie wir das so aufbekommen. Das sollte eigentlich jetzt kein großartiges Problem sein. Und später haben wir dann natürlich auch noch Pakete, wie immer. So, wie geht das hier genau? Alles klar. Okay. Wird irgendwas von eBay sein, nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau, Leute, ich habe es euch schon mal gesagt, das eBay mache ich nicht selbst. Ich kann halt alles selber machen, ne? Man muss auch mal irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Deswegen mal reingucken, was das hier ist. Ah, okay, das sieht mir aus wie ein 2-Mark-Stück. Ja, das ist dann ein 2-Mark-Stück. Ganz schönes eigentlich. Ja, guck mal da. Cool. Ich weiß nicht mehr, wann ich das genau gekauft habe, muss ich dann mal nachsehen. Wir gucken mal gerade, was das hier ist vom Zustand her. XF bis AU wahrscheinlich. Ne? Also durchaus ein schönes, eine schöne Münze. Ne? Vom guten alten Georg von Sachsen. Ne? War ja nicht sonderlich lange König, deswegen gibt es davon leider nicht sonderlich viele. Oder beziehungsweise, was heißt leider, dadurch sind sie halt heute mehr wert. Ja? Aber yo, so viel dazu. Dann gucken wir mal in den nächsten Umschlag rein. Da drin, da ist einfach nur ein Peace-Dollar drin, ohne irgendwelche sonstige Verpackung. Ist die Welt nicht witzig? Naja, gut, so viel dazu. Als nächstes haben wir hier diesen Umschlag. Den muss ich tatsächlich auf Kamera aufmachen. Ich werde es dann schwärzen, falls da irgendwas, ja, von wegen was weiß ich was, irgendwelchen Informationen drauf ist. Aber das sieht so ein bisschen so aus, als wäre der schon mal geöffnet gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Person, die es verschickt wurde, von der Person, die es verschickt hat, gemacht wurde, oder ob da wieder irgendwas geklaut wurde. Wir werden es gleich erfahren. So, machen wir mal hier auf das Ganze, oder beziehungsweise nochmal auf. Ja, das sieht aber eigentlich nicht so aus, als wäre das geöffnet worden. Wir sehen es ja, ne? Wir werden es gleich sehen. Und dann wissen wir Bescheid. Hier ist ein, ja, wundervoll. Ach, Leute, ihr und eure Verpackung, was ist das hier? Sag mir jetzt, ist hier jetzt noch was drin oder war es das jetzt? Ich schneide es mal zur Not auf, wir gucken uns auch gleich das an, was da rausgefallen ist. Ich vermute mal, dass das das Einzige war, weil das ganze Ding ist sehr leicht. Ja, also ich sehe hier nichts mehr, ne? Ich denke mal, das war's. Okay, gut, was haben wir dann hier? Eine Mark. Schöne Mark oder weniger schöne Mark? Doch. Gucken, ist die. Ja. Ich würde bei der hier sagen, die ist auf jeden Fall mal AU bis MS. Eigentlich wahrscheinlich sogar Minstead. Ne? Also, wenn man sich die hier mal so ansieht, die sieht für mich auf jeden Fall aus wie Minstead. Okay, sehr, sehr cool. Dadurch habe ich jetzt auch wieder eine Minstead-Mark zu verkaufen. Also, wenn ihr welche haben wollt, habe ich jetzt wieder eine. Ja, Stand jetzt. Ja? Wir kriegen ja gleich vielleicht noch ein paar mehr rein. Wir machen mal ein paar mehr Pakete auf. Ich hole mal das nächste gerade. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ist hier so eins, da war so ein Aufkleberchen auch drauf. Vorsicht, Glas, nicht werfen, aber eigentlich dürfte da kein Glas drin sein. Gut, aber trotzdem nicht werfen, ist ja immer gut, ne? Gucken wir mal hier rein. Gucken, was da so Schönes drin ist. Beziehungsweise hoffentlich Schönes. Wenn es nichts Schönes ist, so ja, dann blöd. Aber das finde ich auch mal ganz toll, wenn da irgendwelche Haare mit eingeklebt sind. Lecker. Egal. Okay, hier ist auch eine Rechnung. Die, oder was ist das hier? Ne, das ist keine Rechnung, das ist irgendwas anderes. So, keine Ahnung, weg damit. Was ist das hier? Mit der Sonne. Hä? Okay. Tipps zum Umgang mit der Sonne. Interessiert das einen von euch? Keine Ahnung, was die Leute da wieder als Verpackungsmaterial benutzen. Es sind schon manchmal echt lustige Sachen. Aber gut, wir gucken mal, was hier sonst noch so drin ist. Und das da unten ist jetzt was? Oh Gott!
Okay, können wir jetzt bitte mal gucken, was hier drin ist? Dankeschön. Da ist ein Klumpen Zeber. Und da ist noch irgendwas drin verpackt. Ach Leute. Leute, was ist denn das? Schon wieder hier. Was ist das denn? Edelmarzipan. Nürnberger. Lübecker Edelmarzipan. Okay, alles klar. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt was Neues an Verpackung, Schokoladenverpackung. Können wir das hier auch irgendwie rausbekommen? Ey, sag mal, was ist denn heute los? Was ist das denn jetzt noch? Sag mal, was ist denn das? Wie viele soll es denn jetzt noch? Sag, also, Alter, jetzt ist aber bald mal gut. Wehe, da ist jetzt noch was drin. Sag mal. Ah ja, na guck mal an. Schön. Nachdem wir uns durch diese Pandoras Box durchgewurschtelt haben, haben wir jetzt hier auch endlich mal die Münze. Und zwar ist das eine 20 Mark Goldmünze. Die erste Goldmünze, die jetzt auch bei mir im Shop erhältlich sein wird. Aus dem Jahre 1897 mit König Wilhelm II. Von Württemberg. So, eine sehr, sehr schön erhaltene Münze. Ich würde wirklich sagen, dass die wahrscheinlich... Also mindestens mal AU bis MS. Ich gucke sie mir nochmal genauer an, aber wirklich eine sehr, sehr schön erhaltene Münze. Die erste Goldmünze, die es jetzt auch bei mir im Shop zu kaufen geben wird. So, da diese Münze natürlich weit mehr als, also was heißt weit mehr, etwas mehr als 500 Euro kostet, gibt es dazu natürlich auch direkt Rabatt, wenn ihr die kauft. Ja, eigentlich ziemlich überflüssig, aber ne, sehr cool. Also freue ich mich schon mal sehr, dass wir hier jetzt auch die erste Goldmünze haben, ja, die wir jetzt hier ausgepackt haben. Dann würde ich sagen, wir machen auch mal weiter und hoffen, dass es so gut weitergeht. Vielleicht auch mal ein bisschen weniger Auspackungsaufwand. Gut, das nächste Paket war genau das gleiche. Ja, war ein Riesenpaket, was enorm zugeproppt war für dieses eine Ding hier drin, was mir auch direkt entgegengefallen ist. Also, was ist denn das nur mit den Verpackungen von Leuten heutzutage? Ach, wie auch immer. Wir gucken mal, was hier drin ist. Da haben wir eine schöne 5-Mark-Münze und zwar offenbar eine ziemlich gut erhaltene. Gucken wir uns erstmal die Rückseite an. Gucken wir mal, was das hier für ein Grade sein könnte. Sieht mir nach AU aus, würde ich sagen. Ja, das sieht mir so aus, als wäre es AU. Vielleicht ein bisschen besser sogar als AU. Ich gucke es mir nochmal dann nachher unter der Lupe an. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine 5 Mark von dem gleichen Typ, wo wir eben die Goldmünze ausgepackt haben, von König Wilhelm II. Von Württemberg. Sehr schön erhaltene Münze. Muss man wirklich sagen. Ja. Hat immer mal so ganz kleinere, das sieht auf der Kamera tatsächlich wesentlich mehr aus, als es tatsächlich ist, so kleinere Marken am Rand, aber der Rand ist natürlich irrelevant für die Bewertung. Dementsprechend, es sei denn, es sind jetzt irgendwelche Riesendellen drin oder so, ihr wisst Bescheid. Aber ja, ne? Cool, sehr schöne Münze, ist ebenfalls erhältlich, zumindest Stand jetzt. Ja, wenn die Münze natürlich schon verkauft ist, bis ihr das Video seht, dann ist es halt so, es kommen doch immer wieder neue rein, Leute. Ja, also da findet sich auf jeden Fall immer wieder etwas. So, machen wir mal weiter. Ich hole mal das nächste Paket und wir machen mal das gleiche Spiel. Ich mache das mal außerhalb der Kamera auf, weil hat wirklich keinen Wert. Gut, also als nächstes haben wir dieses schöne Ding hier. Wieso Steuer von 2022? Okay, wollen wir mal gucken, was da drin ist? Na komm. Ah, ein paar Umschläge. Schön. Wieso nicht gleich die Umschläge? Jetzt habe ich schon vor lauter Dings hier an die Kamera gestoßen. Whatever. Komm, machen wir es jetzt mal auf hier. Jetzt habe ich ja noch die Umschläge versaut. Gut, das Leben es hat, dann werden die wohl nicht nochmal benutzt. Egal, vielleicht schon. Mal gucken, was hier drin ist. Was ist denn da drin? Was ist denn das da? Ah, okay, alles klar. Ja, halbe Mark, MS-65 von PCGS, sehr, sehr schön. Gucke ich mir jetzt auch gerade nochmal an hier, an der Stelle, um mal ein bisschen zu gucken, ob ich die ich so bewertet habe, richtig bewertet habe. Meine Güte. Also die meisten, die ich euch so als Minstead geschickt habe, die sind wesentlich besser als die. Ich sag's euch so, wie es ist. Krass, okay. Und hier haben wir nochmal MS-65. Ebenfalls halbe Mark. Ich glaube, eine davon ist noch da. Ja, aber diese hier ist auf jeden Fall verkauft. So. War gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe die Münze, glaube ich, mit einer anderen Münze verwechselt. Aber ja, diese 2-Mark-Münze ist meines Wissens nach verkauft. Falls es nicht ist, hey, dann findet ihr sie ja auf der Liste. Aber ansonsten von den halben Markstücken sind auf jeden Fall noch
die ein oder andere da. Vielleicht eine, vielleicht zwei, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber sehr cool, ja, diese geslappten Münzen mit den garantierten Grades sind natürlich auch immer sehr, sehr beliebt, ganz klarer Fall, ja. Aber ich verkaufe die jetzt auch nicht mit großartig viel Marge weiter, deswegen kriegt ihr die jetzt auch ansatzweise günstig, ja. Ich möchte nochmal dran erinnern, die Grading-Fees für solche Sachen sind so ungefähr 35 Euro, also durchaus nicht günstig, ne. Plus dann noch Versandkosten, weil ihr müsst die da selbst hinschicken. Also das alleine hat einen Wert. Und die Münze an sich ist natürlich auch was wert. Ja? Mint State, halbe Mark zum Beispiel, verkaufe ich für 20 Euro. Dementsprechend ist das jetzt auch nichts super Günstiges. Aber wer sowas möchte, ist eine tolle Möglichkeit, eine Münze, die für immer im Prinzip geschützt ist, vor den Elementen zu kaufen. Also sehr, sehr coole Sache. So, dann würde ich sagen, wir machen auch mal weiter mit dem nächsten Paket. Wie gesagt, ich schnibbel das wieder auf und wir gucken uns dann wieder an, was drin ist, weil es hat sonst wirklich keinen Wert. Also bis gleich. Hey, erinnert ihr euch noch an diese Bubbelchen, die wir neulich hatten, wo ich so viel Spaß mit hatte? Ja, das ist jetzt die Fortsetzung davon. Es kommt davon, wenn man sich so über Sachen beschwert, dann kriegt man direkt noch... Na gut, ich glaube, diesmal ist es hoffentlich ein bisschen einfacher als damals. Ich glaube, hier sind Münzen aus Frankreich drin. Ja. Irgendwo da drin sind München aus Frankreich. Leute, wir machen es so wie das letztes Mal. Ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Okidididokidi, dann haben wir jetzt hier mal solche kleinen Päckchen, die wir jetzt hoffentlich ziemlich schnell öffnen können. Bitte. Ach, die Verpackungen von Privat sind schon oft interessant. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber ist ja nicht schlimm. Hey, solange die Sachen gut ankommen, was mich zwar normalerweise extrem wundert, aber hey, solange sie tatsächlich gut ankommen, ist ja alles soweit im Lot, ne? Kann man sich ja jetzt eigentlich nicht großartig beschweren. Blöd wird's nur, wenn die Sachen dann abhanden kommen. So, blöd ist vor allen Dingen, wenn die Sachen dann abhanden kommen und dann das Versandunternehmen sagt, ja, haben sie scheiße verpackt, da können wir ihnen leider nichts für geben. Das wird dann besonders lustig. Naja, also Leute, wenn ihr irgendwas verschickt, wenn ihr irgendwas von privat an privat verkauft primär, verschickt es doch bitte richtig, ja, macht es doch bitte richtig, macht es doch bitte so, dass es auch wirklich nicht verloren gehen kann, dass auch wirklich nicht man schon von außen sieht, was ist es jetzt hier zum Glück nicht der Fall, ja, aber ich habe das schon oft genug gehabt, ja, es war ja auch mal, dass wir hier mal ein Unboxing-Video gemacht haben und da live eine Münze einfach geklaut war. Das passiert dann, ja, und das wollen wir nicht, das will niemand und deswegen passt da drauf auf. So, wir haben hier ein paar Münzen aus Frankreich auf jeden Fall, so viel steht fest. Ein paar davon scheinen auch in einem sehr, sehr schönen, vielleicht sogar Mint-State-Zustand zu sein. Darüber freue ich mich immer sehr, weil daran kann ich tatsächlich dann auch mal ein bisschen was verdienen. Was natürlich schön ist, wenn man normalerweise nur so zufällige verkauft, wo der Verdienst natürlich sehr gering ist. Was ja auch nicht schlimm ist, aber ab und zu ist es auch mal ganz schön. Man findet auch mal für einen zufälligen Preis ein paar schöne Münzen, die ein wenig mehr wert sind, wie man so schön sagt, ne? So, diese Francs, die sind natürlich kein 900er Silber, ja, die meisten von euch werden das wissen, die sind 830er Silber, ja, Frankreich hat sich aus irgendeinem Grund entschlossen, diese Münzen nicht in 900er Silber herzustellen, wie die meisten anderen Länder, das hier ist zum Beispiel gar kein Silber, das ist irgendwas, aber kein Silber. Aber ja, ich werde die jetzt hier mal alle angucken und sortieren und dann melde ich mich gleich wieder und wir gucken uns an, wie viele wir hier von welchen Grades hatten und so weiter und so fort. Ihr kennt ja das Spiel, ne? Also bis gleich. Okay, alles klar. Habt ihr jetzt mal rausgesucht, alle aus diesen Dingern und mal sortiert und so weiter und so fort. Ach, ich habe gerade gemerkt, hier sind noch gar nicht die Mint State 50 Centimes wieder auf dem Bild. Die hole ich jetzt nochmal gerade wieder her. Einen Moment. So, sehr schön. Jetzt sind die auch da. Und wir haben hier wirklich eine Auswahl an sehr, sehr schönen französischen Münzen. Größtenteils in ziemlich gutem Zustand eigentlich, ja. Also ich lese euch gerade einfach mal so hier vor, welche Münzen wir jetzt in welchem Zustand haben. Also was die 1-Franc-Münzen in Mint-State-Zustand angeht, was die hier hinten sind, haben wir einmal 1915, einmal 1916, zweimal 1917, einmal 1918, einmal 1919 und einmal 1920. Des Weiteren haben wir 4-mal AU bis MS, 5-mal AU und 21 zufällige, das sind die da. So, dann haben wir zusätzlich dazu auch noch so ein paar seltenere, ältere Münzen hier. Also was heißt seltener? Auf jeden Fall älter. Ja, 1868 hier zum Beispiel mit Napoleon III. Drauf. Und dann haben wir auch noch tatsächlich hier aus der Schweiz Frankenmünzen. Also auch ziemlich cool. Ja, diese Münzen, sehr, sehr cool. Haben wir hier drüben übrigens auch ein paar. Die liegen hier unten. Da muss ich nämlich erst nochmal nach dem Silbergehalt gucken, weil die sind aus den 1950er, 1960er Jahren. Und ich weiß nicht mehr genau, wann der Silbergehalt sich dort geändert hat. Gut, aber dann gehen wir mal, also hier sind übrigens auch noch die, die kein Silber waren, ja, ist ja immer ein ziemlich großer Prozentsatz, also das sind alles die Frohmünzen, die kein Silber waren und hier ist auch noch ein halber Franken aus der Schweiz, der ist ebenfalls kein Silber, das ist sicher.
Also, dann gehen wir mal rüber zu den 50 Cent Teams. Da haben wir einmal 1914, neunmal 1915, einmal 1916 und einmal 1917. Dann haben wir fünfmal AU bis MS, viermal AU und 17 zufällige, das sind diese dort. Also auch dort durchaus einiges an Auswahl. Ja, das sind natürlich jetzt keine Münzen, die ich jetzt super oft habe. Ja, aber ich kaufe die Sachen immer, wenn ich sie angeboten bekomme. Und sortiere die dann natürlich auch. Und diese könnt ihr jetzt ebenfalls über die Liste bzw. den Shop erwerben. Ihr wisst ja und Bescheid unter der E-Mail-Adresse, wie es eben immer so ist, die auch am Anfang des Videos eingeblendet war. Gut, also so viel an dieser Stelle dazu. Sehr schöne Münzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Unboxing-Video, was sich lohnt hochzuladen. Und ja, deswegen, wir haben jetzt auch endlich wieder Goldmünzen. Wuhu, super Sache. Und ja, ich würde sagen, wünsche euch noch eine besonders schöne Woche. Alles, was ihr an Fragen und so weiter habt, in die Kommentare und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal.